Edward Snowden und die Folgen. Vor einem Jahr plauderte er über die Aktivitäten der NSA. Seitdem ist die Republik sensibilisiert bis empört. Ein jeder weiß, dass er vor den Lauschern der Nachrichtendienste nicht sicher ist. Nicht mal die Kanzlerin oder ein Untersuchungsausschuss. Schon sind herkömmliche Schreibmaschinen wieder sehr en vogue. Ein Bündnis aus Grünen, SPD, Linken, Piraten und anderen fordert daher Stop Watching Us. In Bad Aibling zogen rund 200 Demonstranten vor die Tore der Stadt, wo Bundesnachrichtendienst und NSA seit Jahr und Tag Abhörstationen in diesen Radomen betreiben. Der Volksmund nennt sie hier Schwammerl, für eine offene Gesellschaft aber wohl giftige Pilze, so jedenfalls die Demonstranten. Es kann nicht angehen, wenn im Raum steht, gegen den Bundesnachrichtendienst, dass der im Rahmen der Zusammenarbeit Rechtsbrüche begangen hat. Es kann auch nicht angehen, dass massenhaft Daten weitergegeben werden. Ich finde, wir sind Edward Snowden mindestens schuldig, dass wir hier in Deutschland ihm Schutz und Asyl gewähren, also soweit es eben in unseren gesetzlichen Rahmen geht. In einem zeigten sich alle einig, der Finger muss weiter in die Wunde gelegt werden.